Servus meine Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute erkläre ich euch in GTA 5 Online einen neuen Money Glitch, der super easy ist. Und zwar klappt er für die PS3 und Xbox 360. Also Leute, haut den Like-Button rein für mehrere Glitches. Und zwar am besten nehmt ihr die gleiche Garage wie ich und Crasher. Oder Crasher und ich heißt es ja. Und zwar hat es einen Vorteil, ihr habt genug Platz für den Caribob später und über dem Garagentor ist kein Dach. Was jetzt dafür braucht, ist ganz einfach. Ihr braucht erstmal ein Auto von der Straße, pimmt die Karre komplett auf. Wenn ihr das Fahrzeug komplett aufgepimpt habt, außer ihr dürft keinen Peilsender reinmachen, das andere Teil da reinmachen und keinen Sprengsatz. Das ist sehr wichtig. Fahrt von dem Garagentor jetzt hin, bis ihr die blaue Markierung denkt, okay, jetzt öffne ich die Tür und ihr kommt automatisch eine blaue Markierung rein und in die Garage rein. Jetzt ist es ganz einfach. Ihr geht rein, geht wieder raus. Euer Kumpel muss jetzt die Beifahrertür blockieren mit einem anderen Fahrzeug. Ihr holt euch ein anderes Fahrzeug von der Straße, fährt auf das Tor zu, bis die Garagenmeldung kommt. Euer Kumpel, das heißt Miss HD vielleicht zum Beispiel hier im Video, der lädt euch zum Beispiel in einen spontanen Rennen ein. Ihr nehmt das Fahrzeug, was ihr von der Straße gerade genommen habt, fahrt vor die Garagentor hin, wie gesagt, bis die Garagenmeldung kommt, die ist voll. Dann drückt ihr R2 und X gleichzeitig am besten, ja. Dann spawnt ihr ohne ein Fahrzeug. Wenn ihr ohne ein Fahrzeug spawnt, dann habt ihr es richtig gemacht. Spawnt ihr wieder mit Fahrzeug, dann macht es bitte noch einmal. So, jetzt nehmt euch ein Kumpel den Caribob. Nehmt das Fahrzeug an die Leine wie ein Hund. Mit einem guten Schwung schmeißt ihr euch in ein Garagentor rein. Was sehr wichtig ist, euer Kumpel darf das Fahrzeug aber nicht loslassen, ja. Er muss es immer noch an die Leine lassen. Er spawnt jetzt automatisch in Garage drin, ersetzt ein Fahrzeug, egal welches, und dann geht ihr wieder raus. Wie gesagt, euer Kumpel darf das Fahrzeug nicht loslassen. Ihr geht raus und drückt jetzt nur einmal Dreieck. Spawnt ihr jetzt aus Versehen im Caribob drin, dann ist der Glitch leider am Arsch, das heißt, ihr müsst das Fahrzeug nochmal komplett alles von vorne machen. Aber der Glitch nicht sehr einfach ist und schnell geht, also Leute, klappt es bei euch bestimmt. Habt ihr doch noch eine Frage, wie immer, schreibt es in die Comments und addet euch doch gegenseitig, weil Freunde kann man immer gut gebrauchen für Money Glitch. Und zwar, euer Kumpel lasst euch in seinem Caribob los, ihr fährt rein und Glitch ist vorbei. Und jetzt könnt ihr alles wieder von vorne machen. Ja, das war's von mir, Leute. Und wie gesagt, danke an dich, Crasher. Sein Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt den auf jeden Fall ab, meine Freunde. Unterstützt den Kerl, der ist richtig korrekt. Und das Video, was ihr im Hintergrund gerade anschaut, habe ich von ihm, ja. Ich habe meins auch aufgenommen, aber nur die Hälfte aufgenommen. Ich weiß nicht, was da los war. Das ist Bullshit. Also, Leute, haut rein. Euer Chris, wie gesagt, checkt den Kanal ab von dem. Haut rein, Chris. Ciao.